Hallo Welt und hallo YouTube. Die etwas spezielle Perspektive hier in diesem Video, die ist dem Umstand gewidmet, dass ich eben den Fokus hier auf den Aufbau vor mir richten möchte im folgenden Video. Das ist eben das Innenleben des Verteilers, um den es in der gesamten Serie geht. Der soll eben erneuert werden hier im Haus meiner Eltern und den bauen wir hier eben gemeinsam auf. In vorangegangenen Videos hatten wir dabei uns eben vor allem um diesen mechanischen Aufbau gekümmert. Das habe ich auch in einem Video festgehalten und falls ihr diesen Einstiegspunkt verpasst habt, aber interessiert seid, was es zum Beispiel mit diesen Leitungskanälen auf sich hat, so verlinke ich euch das entsprechende Video einfach mal hier oben. Und ansonsten machen wir in diesem Video hier jetzt eben mit dem Aufbau weiter, widmen uns oder wenden uns in diesem ersten Teil der obersten Reihe hier zu, denn es soll hier im folgenden Video eben um das Thema der Reihenklemmen gehen. Vielleicht nochmal kurz vorab denjenigen, denen es noch nicht aufgefallen sein sollte. Und zwar habe ich hier jetzt in der obersten Reihe noch eine kleine Veränderung abseits der Kamera vorgenommen. In der Vergangenheit hatten wir eben 5 dieser Leitungskanäle installiert. Zwischen der ersten und der zweiten Reihe mussten wir davon absehen, denn dort bestand das Problem, dass der Träger dieses Leitungskanals in Verbindung mit dem Hutschienen, mit dem Isolierstück der ersten Hutschiene, das hat einfach nicht nebeneinander gepasst, das war nicht kompatibel zueinander. Und hier musste ich eben abseits der Kamera so ein bisschen mechanisch das Ganze bearbeiten mit einem Dremel, sodass ich beide Teile nebeneinander installieren kann und damit eben die Möglichkeit habe, hier auch zwischen der ersten und der zweiten Reihe einen solchen Leitungskanal zu installieren. Das war mir einfach besonders wichtig gewesen, denn hier in der ersten Reihe, dort werden jetzt sehr viele Reihenklemmen installiert werden. Dort werden eben all diese Leitungen letztendlich hinlaufen. Und insofern ist das einfach mir wichtig gewesen, auch hier eine saubere Leitungsführung sicherstellen zu können. Und daher habe ich hier ein bisschen mit Kreativität das Problem lösen können. Darüber hinaus habe ich mir auch erlaubt, die oberste Hutschiene hier mit PE-Stickern zu bestücken. Das sind einfach Aufkleber, die sind mit PE beschriftet, haben so einen grün-gelben Hintergrund und die stellen einfach sicher oder symbolisieren, dass ein fremder Elektriker oder halt jemand, der sich diese Anlage ansieht, irgendwie mitgeteilt bekommt, dass diese Hutschiene hier anders als die anderen metallischen Teile hier im Verteiler eben geerdet ist. Hier liegt Erdpotenzial an, das erleichtert den Umgang mit den Reihenklemmen enorm, denn die Reihenklemmen können dieses Erdpotenzial direkt über die Hutschiene abgreifen. Man hat hier eine Verbindung weniger, um die man sich kümmern muss. Gleichzeitig, so das Argument von Schutzklasse 1 gegen Schutzklasse 2, geht halt so eine gewisse Gefahr von geerdeten metallischen Teilen aus. Unter bestimmten exotischen Fehlerfällen könnte es passieren, dass hier Spannung anliegt. Und das vermeidet man eben, indem man metallische Teile nicht erdet. Da gibt es eine Menge zu beachten. Das ist eine lange Diskussion, die möchte ich an der Stelle gar nicht führen. Mir geht es nur darum, dass diese Hutschiene hier eben sich anders verhält, dass man die entsprechend markiert. Und da werden wir jetzt eben unsere Reihenklemmen anbringen. Bei den Rest der Hutschienen benötigen wir das gar nicht. Dort werden hier ganz normale Automaten oder andere elektrische Betriebsmittel bzw. Reineinbaugeräte angebracht. Die brauchen eben dieses Erdpotenzial über die Hutschiene nicht und dementsprechend führe ich das nur hier oben so aus. Ja, und damit kommen wir eben direkt zum Thema, was sind eigentlich Reihenklemmen bzw. wofür brauchen wir diese? Reihenklemmen sind in erster Annäherung erstmal irgendwie Kunststoffteile und in den Kunststoffteilen befinden sich eben metallische Elemente und diese metallischen Elemente stellen einfach elektrische Verbindungen zwischen verschiedenen Punkten her. Also eine solche Reihenklemme, auch diese ist jetzt grün-gelb, auch das hat natürlich einen Hintergrund. Das ist jetzt eine sogenannte Schutzleiterklemme, die kann man hier jetzt eben auf diese Reihenklemme, auf diese Hutschiene klipsen. Und kann jetzt hier in diesen Öffnungen Kabel einführen, Leitungen einführen, sowohl starr als auch flexibel. Da gibt es eben verschiedene Vorgaben der Hersteller. Und das in der Regel verbindet, oder die einfachste Form von Reihenklemme, eine sogenannte Durchgangsklemme, verbindet einfach hier diesen unteren Teil mit dem oberen Teil. Das heißt, ich stecke ein Kabel hier unten ein und kann dann entsprechend oben das Potenzial dann abgreifen. Erstelle eben eine elektrische Verbindung von unten nach oben. Und die braucht man deswegen, weil man in der Regel oder weil es eben bequem ist, wenn man hier die abgehenden Leitungen, die NYM-Leitungen typischerweise, die eben im Haus verteilt werden, kann man hier jetzt eben bequem auflegen auf diese Reihenklemmen und kann dann eben von dort aus dann bequem im Verteiler weitermachen, muss diese Leitung nicht von hier oben, diese starre NYM-Leitung irgendwie bis nach unten in den Verteiler führen, sondern muss die nur hier oben installieren und kann dann hier eben entweder abseits, so wie wir das jetzt machen, schon im Vorfeld eben alles vorbereiten und vorverdrahten oder kann zumindest mal flexibel weiterverdrahten. Das hat einfach den Vorteil, dass das im Handling her deutlich bequemer ist, flexibler. Man kann da später vielleicht auch noch einzelne Kabel austauschen, umverdrahten. All das ist eben schwierig, wenn man hier diese NYM-Leitung direkt bis nach unten verdrahtet, beziehungsweise wenn man das noch was schlimmer wäre, wenn man das bis hierhin verdrahten muss, dann halt abschneidet auf die entsprechende Länge und später feststellt, man braucht es eigentlich da unten, hat man ein Problem, müsste man verlängern, ist nicht mehr ganz so tolle.
Da ist es eben schöner und bequemer, mit solchen Reinklemmen zu arbeiten. Im Prinzip sind Reinklemmen also ziemlich einfach zu verstehen. Die stellen einfach eine elektrische Verbindung zwischen zum Beispiel einem oberen Anschlusspunkt und einem unteren Anschlusspunkt her. Gleichzeitig sind die aber ziemlich kompliziert, weil es bei den vielen verschiedenen Herstellern ganze Universen an Produkten gibt. Es gibt eine unheimliche Produktvielfalt und man muss eben für den richtigen Anwendungsfall die richtige Reinklemme heraussuchen, überhaupt mal verstehen, dass es verschiedene Typen von Reinklemmen gibt. Ich sagte ja, das hier oben ist eine sogenannte Durchgangsklemme, beziehungsweise das hier ist im Speziellen eine Schutzleiterklemme. In der einfachen Variante sind es Durchgangsklemmen, die von oben nach unten durchkontaktieren. Und dann gibt es eben sogenannte Mehrstockklemmen. Das jetzt im Speziellen ist eine Dreistockklemme. Mit dieser Klemme, und man kann ja sehen, die ist wirklich klein und minimal, kann ich eben eine typische NIM 3x15 oder NIM 3x25 anschließen, eine Leitung. Das heißt, ich habe hier die Kontaktierungsmöglichkeit oder die Möglichkeit, hier eine Leitung mit drei abgehenden Adern anzuschließen. Gleichzeitig wird über die Hutschiene der Schutzleiter abgegriffen und unten muss ich dann nur noch den Neutralleiter bzw. den Außenleiter einführen. Ich kann hier Potenziale verteilen über sogenannte Durchgangsbrücken und so habe ich einfach einen minimalen Verdrahtungsaufwand, eine platzsparende Anschlussmöglichkeit vieler Leitungen und das Ganze bleibt eben auch übersichtlich und wartbar. Man kann hier auch verschiedenste Beschriftungen vornehmen. Da gibt es dann extra Einbauteile, um diese Klemmen eben zu beschriften, sodass man dann einfach sehen kann, wenn man ganze Blöcke von solchen Reinklemmen hat, wo welche Leitung angeschlossen ist mit dem dazugehörigen Plan. Und insofern ist das einfach eine professionelle Lösung für einen sauberen Verteilerbau. Ich im Speziellen habe mich jetzt nicht nur für dieses Video, sondern eben im Laufe der Zeit so ein bisschen in Phoenix Contact verliebt. Das ist eben ein namhafter Hersteller in diesem Bereich. Zu nennen wären auch noch Wago und Weidmüller oder sowas. Es gibt noch eine Reihe von anderen Herstellern und die bieten eben sehr ähnliche Lösungen für diese Standardanwendungsfälle. Es gibt dann auch Unterschiede im Detail. Bei Phoenix Contact zum Beispiel gibt es sogenannte KNX-Klemmen, die dann eben passend zu den KNX-Kabeln und Adern markiert sind von der Farbe her. Die gibt es, soweit ich weiß, von anderen Herstellern nicht. Aber die bieten sicherlich auch Lösungen wiederum für andere Anwendungsfälle. Also das nimmt sich am Ende des Tages, nimmt sich das nicht viel. Man muss sich aber am Ende des Tages auch irgendwo mal auf einen Hersteller festlegen, denn diese Produktvielfalt ist echt enorm groß. Da findet man sich jetzt nicht ohne weiteres zurecht. Das ist eine gewisse Investition, die man da tätigt in das Produktportfolio, in die Software, in die Kataloge eines einzelnen Herstellers. Und wenn man sich da mal festgelegt hat, dann ist es wahrscheinlich sinnhaft, dort auch zu bleiben. Preislich muss man auch mal gucken, wobei die einzelnen Klemmen, gerade solche Standardklemmen, die gemessen am Gesamtwert eines solchen Verteilers reißen sie jetzt auch nicht heraus. Klar, es gibt auch Klemmen dann, wo es in den Euro-Bereich geht, wo die dann 3, 4, 5 Euro kosten, eine einzelne Klemme. Das merkt man dann schon bei einer entsprechenden Anzahl an Klemmen. Aber hier solche Klemmen gibt es, glaube ich, ab 50, 60, 70 Cent. Wenn man davon mal 10, 15 Stück verbaut in so einer kleinen, in so einem kleineren Verteiler, dann ist das halt ein kleiner zweistelliger Betrag. Der ist aber dann gemessen an der Gesamtinvestition, die man hier ohnehin tätigen muss, wahrscheinlich nicht der Rede wert. Und das ist einfach eine professionelle Lösung, die flexibel bleibt und die eben eine Menge von Vorteilen bietet. Ich habe mich jetzt eben für dieses und auch mein eigenes Hausbauprojekt mit einer Reihe von Reinklemmen eingedeckt. Diese enorme Produktvielfalt bei den Klemmen ist eben Fluch und Segen zugleich. Segen, weil es einfach für jeden Anwendungsfall schöne Klemmen gibt. Das wirkt professionell, wenn man eben möglichst platzsparend und richtig beschriftet mit den richtigen Farben und so weiter das Ganze verklemmen kann. Fluch deswegen auch coronatechnisch zum Beispiel ist hier die Liefersituation aktuell sehr schwierig. Also auf einzelne Klemmen, die dann eben 50 Cent eigentlich kosten, sind da teilweise jetzt 8, 10, 12 Wochen Lieferzeiten ausgewiesen. Teilweise, ich habe jetzt hier Glück gehabt, ich konnte zum Beispiel so ein Starter-Set erwerben. Das scheint jetzt noch nicht so ganz knapp zu sein. Da sind dann eben auch für die Standardanwendungsfälle jeweils die Klemmen dabei, auch in ausreichender Anzahl. Wobei auch das ist zu relativieren, denn es gibt zum Beispiel, nur um mal die subtilen Unterschiede deutlich zu machen, es gibt sogenannte NT-Klemmen. Das sind Klemmen, die bieten eben die Möglichkeit, hier den N, der über eine Sammelschiene dann angelegt wird, wegzutrennen. Also da ist ein Plastikschieber drin, den kann man von vorne bedienen und dann kann man das eben von der Schiene trennen. Dadurch trennt man den Stromkreis, es liegt eben kein Neutralleiter mehr an. Und dadurch ist eben der Stromkreis getrennt, kann zur Fehlersuche, für Isolationsmessungen oder so, kann das ganz nützlich sein. Gleichzeitig ist diese Klemme ziemlich unpraktisch, wenn man mit FILS-Automaten arbeitet.
Denn dann hat man ja für jeden Stromkreis einen eigenen Neutralleiter. Und dann hat man eben das Problem, dass man hier unten den Neutralleiter nicht einführen kann. Diese Schienen sind eben, oder diese Reinklemmen sind dafür gedacht, den N über die Schiene abzugreifen. Die Schiene wiederum muss über solche Auflageblöcke bzw. eben über solche Einspeiseblöcke dann angeschlossen werden. Das heißt, man hat einen entsprechend großen Aufbau. Das wirkt einfach nicht so richtig toll, wenn man hier für eine einzelne Klemme jeweils einen Block setzen muss. Und insofern ist es da an der Stelle sinnvoller, diese Version ohne dieses T zu verwenden. Das ist dann einfach eine PELN-Klemme. Ist sehr ähnlich, aber eben nicht genau gleich und nicht identisch. Und die sind eben besonders gut oder ja, die eignen sich eben besonders gut, bieten sich eben an, wenn man mit FILS-Automaten arbeitet und dann jeden einzelnen Stromkreis oder jede weggehende Leitung eben einen eigenen Stromkreis bildet, dann sind eben diese Klemmen hier besonders sinnvoll. So, und damit genug der einleitenden Worte. Ich glaube, hier auf YouTube und auch an anderer Stelle wurde über Reinklemmen schon genug erzählt. Man kann im Übrigen auch, und auch das ist ein ganz nettes Angebot bei Phoenix Contact, solche Blöcke auf Probe tatsächlich kostenfrei bestellen. Damit kriegt man eben so eine Vorauswahl an verschiedenen Klemmen, kann die eben verwenden, um sich so einen Eindruck vom System zu machen, von den Möglichkeiten, kann das vielleicht mal durchmessen, wenn nicht offensichtlich ist, wie das funktioniert. Man sieht auch, wie das fertig konfiguriert und beschriftet aussehen kann. Das ist jetzt eben ein gesamter Block. Und ja, irgendwann muss man das natürlich dann auch bestellen, die einzelnen Klemmen. Man kann vorher, da gibt es auch Planungssoftware, da kann man sich eben diese Hutschiene so ein bisschen vorkonfigurieren, kann sich dann eine Liste generieren an Teilen, die man bestellen müsste und kann dann sich die Teile eben bestellen. Wenn man jetzt größere Projekte hat, dann kann man sich vielleicht auch diesen Starterkoffer zulegen. Und ansonsten, wie gesagt, kann man die typischerweise entweder einzeln oder dann in Verpackungseinheiten von 10, 20, 50 bestellen, hat die dann eben vor sich liegen, so wie ich jetzt hier. Und dann kann man auch schon loslegen. Und das wollen wir eben im Folgenden auch tun. So, und dafür habe ich hier jetzt eben so eine kleine Liste mit abgehenden Stromkreisen. Die hatte ich ja im Vorfeld schon so ein bisschen raus identifiziert, welcher Stromkreis wohin führt. Und wir werden jetzt eben entsprechend die Reinklemmen hier auflegen. Hierfür habe ich mir gedacht, wäre es wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn wir diesen Leitungskanal nochmal entfernen. Denn, also den kann ich jetzt hier, den Träger lasse ich drin, den Leitungskanal selbst lege ich mal zur Seite, denn dann habe ich einfach besseren Zugang. Man muss ja diese Reinklemmen irgendwie so reinklipsen und dann wäre das im Weg. Später kann man den dann wieder installieren und dann muss man hier nur noch die Leitung hinführen. Das ist dann weniger fummelig, aber aktuell wäre der eben störend und daher habe ich diesen Leitungskanal jetzt erst einmal entfernt. So, damit möchte ich jetzt also tatsächlich mal beginnen. Hier habe ich eben so einen kleinen Spickzettel, auf dem sind einfach die verschiedenen Stromkreise aufgeführt, die es hier im Haus gibt. Und ich möchte das Ganze so ein bisschen anordnen, also gruppiert, so dass man sich das, also dass es halt irgendwie nachvollziehbar sinnvoll ist. Das heißt, nach Stockwerken in meinem Fall, wir werden mit dem Außenbereich anfangen, weil einfach die Kabel, die Leitungen auch so ankommen im Verteiler von links nach rechts und man natürlich so ein bisschen darauf achten sollte, das jetzt nicht ganz wild zu kreuzen. Klar, man hat ein bisschen Flexibilität, aber wenn jetzt jede Leitung erstmal irgendwo ganz woanders hingeführt werden muss, schaut das halt einfach dämlich aus. Und im Außenbereich, da haben wir halt einmal eine 5x15-Leitung, einmal eine 3x15 und einmal eine 5x25 für die CE-Steckdose. Das heißt, ich werde hier auf die sogenannte PTI 2,5 PELN-Klemme setzen. Die hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Die klipse ich hier jetzt einfach mal ein. Das ist eben diese typische Klemme, die man verwendet für 3x15-Verbindungen. Das heißt, die setzt man typischerweise eben immer dann ein, wenn man drei Adern hat, einen Außenleiter, einen Schutzleiter, einen Neutralleiter. Man kann das Ganze dann ergänzen um eine sogenannte PTI 2,5 LL-Klemme. Diese Klemme verwendet man typischerweise eben dann, wenn man weitere Außenleiter hat, also wenn man eine 5x25-Leitung hat. Das werden wir jetzt hier. Gleich im ersten Fall ist das eben der Fall. Das heißt, wir haben hier ein Kabel, das ist eben 5x15, dreimal Außenleiter, einmal N, einmal PE. PE, N und ein Außenleiter werden über die erste Klemme bedient und die beiden verbliebenen Außenleiter dann über die zweite Klemme. Das heißt, diese beiden Klemmen zusammen bilden ein Paar, bedienen eben ein Kabel. Dann gibt es einmal die Version mit bzw. ohne. Ne, halt, ich muss hier reingreifen, das sind die richtigen. Dann gibt es einmal eben das 3x15. Das bauen wir jetzt dann irgendwie nochmal davor. Oder ne, das bauen wir nachher danach. Also wir bauen jetzt hier nochmal eine Version nochmal für 5x25. Das heißt genau dieselbe Kombination nochmal mit dem LL. Und dann kommt abschließend nur noch
die Version ohne, also die Version für einen einzelnen Stromkreis mit drei abgehenden Leitern. Jetzt könnte man hier, das ist jetzt eben ein Stockwerk bzw. ein Bereich, der Außenbereich in meinem Fall. Zum Abschluss gibt es immer noch Deckel, das müssten die hier sein. Das heißt, man kann hier jetzt um diesen Block so zum einen berührungssicher zu machen, zum anderen, um das so ein bisschen optisch abzugrenzen, hier nochmal seitlich eben verdecken. In meinem Fall mache ich jetzt eben weiter mit dem Keller. Hier haben wir jetzt eben 5 Stromkreise, jeweils 3x1,5, wenn ich das hier richtig sehe. Also da ist jetzt nichts Besonderes. Keine 5x1,5, zumindest laut dieser Liste. Das kann im Übrigen auch sein, dass man dann im Formverteiler, also ich habe das jetzt nach bestem Wissen und Gewissen, so wie ich sie halt identifiziert habe, die Leitungen, habe ich das jetzt hier mal aufgeschrieben. Das kann sein, dass es in einzelnen Fällen nochmal kleine Abweichungen geben wird. Dann kann man die auch im Nachgang noch relativ gut austauschen. Da kommt man schon nochmal ran. Es gibt auch so ein Betätigungswerkzeug. Das heißt, man kann eine einzelne Klemme auch relativ gut nochmal herausnehmen, die an einer anderen Stelle wieder einsetzen. Das Ganze so ein bisschen verrutschen. Also man kann da auch schon noch im Nachgang ein bisschen was verbessern. Man sollte aber schon schauen, dass das natürlich grob passt, denn so ein ganzer Block wiederum lässt sich eher schlecht verrutschen. Das heißt, wir haben jetzt hier diese 5 Stromkreise und dementsprechend machen wir auch hier wieder so einen Block drauf, um auch das nochmal abzugrenzen. Wir werden die jetzt dann eben alle nebeneinander führen. Man könnte die jetzt theoretisch, vielleicht überlege ich mir das auch noch, kann man die auch nochmal jeweils einzeln führen. Also man könnte das jetzt auch nochmal so auftrennen und dann ein bisschen Abstand halten. Es gibt dann auch die Möglichkeit, beziehungsweise eigentlich ist das auch so gewollt und gewünscht, dass man jeweils am Start eines Blocks eine Klemme Typ Clipfix 35.5 setzt. Diese Klemme wiederum bietet die Möglichkeit, Beschriftungsstücke hier anzubringen. Diese Beschriftungsstücke, die können jetzt den ganzen Block beschriften. Die bieten auch nochmal so ein bisschen mechanische Stabilität an. Das heißt, die sind relativ stramm, sitzen die da drauf. Die kriegt man jetzt auch so ohne weiteres nicht mehr verschoben. Und das bietet einfach nochmal so ein bisschen seitlich den Halt. Man kriegt die natürlich auch ausgebaut hier mit diesem Betätigungswerkzeug. Aber die sind eben für den Start und Anfang vorgesehen. Werden in der Software auch immer dazugesetzt, wenn man das entsprechend plant und korrigieren lässt. Insofern ist das wohl gute Praxis, auch diese jetzt einzusetzen. Es gibt dann solche Beschriftungsfelder, habe ich gerade nicht hier, mit denen man dann eben nach oben hin diesen gesamten Block zum Beispiel mit X1, X2, X3 und so weiter beschriften könnte. So, und ich möchte das an der Stelle jetzt erstmal möglichst kompakt behalten. Das heißt, ich lasse hier mal am Anfang, installiere hier einen solchen Block bzw. einen solchen Startblock. Dann gibt es eben die Stromkreise für den Außenbereich, die für den Keller, jeweils mit dem Abschlussdeckel getrennt. Also der Abschlussdeckel, das kann man wahrscheinlich so ein bisschen erahnen, der hilft dabei einfach so Grüppchen zu bilden. Das heißt, man weiß, es gibt hier eine Gruppe, es gibt hier eine Gruppe, jetzt kommt eben die nächste Gruppe. Das ist dann in unserem Fall das Erdgeschoss. Da haben wir einen Küchenbereich mit einer Spülmaschine, mit der Küche und mit dem Elektroherd. Das heißt, wir haben erstmal 3 Stromkreise mit 3x1,5 und der Elektroherd, das ist natürlich ein 5-adriges Kabel. Ist normalerweise eben kein Drehstrom, aber trotzdem 5-adrig mit 3x Wechselstrom. Und das heißt, wir brauchen auch hier dann wieder so eine LL-Klemme. Das dürfte die hier sein. Die setzen wir jetzt eben auch noch ein. Und dann setzen wir zu guter Letzt nochmal 2 weitere Klemmen ein für das Gäste-WC und für das Wohnzimmer. Auch jeweils nur 3x1,5. Dann kommt hier wieder irgendwie so ein Deckel hin. Dann haben wir eben den nächsten Block gebildet. Dann wiederum sind wir im Obergeschoss angekommen und da gibt es tatsächlich jetzt hier in unserem Haus nur 2 Stromkreise. Einmal das Bad, den Flur und dann die Kinderzimmer bzw. das Schlafzimmer. Das war halt früher so, bzw. das war halt irgendwie das, was man kriegt, wenn man zum damaligen Zeitpunkt, 90er Jahre war das, Mitte 90er Jahre, jetzt nicht irgendwie ganz besonders viel Wert auf eine Elektroinstallation gelegt hat. Dann hat man da jetzt nicht jedes Zimmer bzw. auch nicht jeden, also Licht und Steckdosen getrennt auch sowieso nicht. Das heißt, normalerweise geht in jedes Zimmer eine Leitung, eine Zuleitung. Und ja, mit all den Vor- und Nachteilen, die das bringt. Also wäre natürlich schöner, wenn man das besser auftrennen könnte. Dann könnte man hier ein bisschen was smarter machen vielleicht auch. So ist es halt relativ schwierig, zentral an dieser Stelle irgendwas zu machen. Denn ja, im Endeffekt
hängt hier halt alles dran, das kann man nicht einfach abschalten. So viel also zur Verteilung. Also das sind jetzt all die Klemmen, die wir brauchen, vielleicht plus minus 1, 2, 3 Klemmen, um die abgehenden Leitungen zu versorgen. Also man kann schon sehen, das ist relativ kompakt. Hier kommen aber werden irgendwie 20 Leitungen versorgt werden. Weil wir den Platz haben, werde ich das jetzt ein bisschen aufteilen, wie vorhin schon angedroht. Also ich werde jetzt hier quasi immer Grüppchen bilden. Ich werde das auch ein bisschen nach rechts schieben, weil ich rechts nicht plane, noch weitere Dinge zu installieren. Ganz rechts werden wir eben, und diese sitzen immer relativ stramm, die sind echt schwer zu installieren. Diese Start- und Endblöcke werde ich jetzt hier mal einsetzen. Und das ist wirklich eine rein mechanische Geschichte. Also da geht es nicht darum, irgendwas elektrische Kontaktierungen herzustellen, sondern da geht es rein um die mechanische Stabilität. Die weigert sich aber jetzt wirklich. Also das, wie gesagt, die sitzen besonders stramm. So, jetzt ist die aber draufgerutscht. Und um das so ein bisschen visuell auch voneinander abzukoppeln und voneinander zu trennen, setze ich jetzt zwischen jedem Block einen solchen, also zwischen, am Anfang und am Ende jedes Blocks setze ich eben sowas hier ein. Jetzt aktuell, um ein bisschen Material zu und Platz zu sparen, werde ich das aber tatsächlich so machen, dass die dann alle an einem Block hängen und eben nur so ein bisschen diesen Abstand von einem hier haben werden. Das heißt, wir verschieben die jetzt alle hier hin. Das ist jetzt eben das Erdgeschoss. Hier kommt dann ein weiterer solcher Trennblock in meinem Fall rein. So, dann eben das Erdgeschoss. Ja, und man kann schon sehen, wenn man dann mehrere auf einmal verschieben will, dann hält das schon ziemlich fest. Also das rutscht auch nicht von der Hutschiene oder so von alleine. Da brauchen wir dann einen weiteren solchen Block. Dieses Betätigungswerkzeug kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Das lag hier beim Starter-Set dabei. Man kann das wohl auch einzeln kaufen. Am Endeffekt natürlich irgendwie ein Schlitzschraubenzieher, aber eben so gebogen, dass man hier besonders gut hinkommt. Auch gerade in der Verteilung, wenn man später arbeitet und sich hier vielleicht schon Geräte befinden und man nicht so gut hebeln kann, ist das besonders praktisch, habe ich die Erfahrung gemacht. Also das würde ich nicht mehr hergeben wollen. Und ansonsten verschieben wir jetzt eben noch den letzten Block hier Richtung, also zur rechten Seite hin. Und wie gesagt, diese Blöcke, die halten wirklich bombastisch fest. Da ist nichts mit verschieben. Die kann man dann nur aufmachen und dann halt entsprechend hier wieder einhängen. Die sind eben, wie gesagt, dafür gedacht, um das Ganze auch mechanisch zu halten. Die sind nicht dafür gedacht, um elektrische Verbindungen herzustellen. Und jetzt habe ich den wahrscheinlich zu oft auf und zu geklappt oder irgendwas hier nicht mitgenommen. Was ist jetzt der? Das ist das blöde Metallteil, was sich nicht mitbewegen will. Also gerade wenn die schief sitzen übrigens, diese reinklemmen, die sind ja immer von der einen Seite offen, wird es interessant. Also diese Klemme hier, die hat die besten Tage wohl hinter sich. Die habe ich jetzt ein bisschen zu sehr missbraucht. Vielleicht können wir da noch was retten, wenn man das ein bisschen nach oben schiebt. Worauf ich hinaus wollte, ist diese Klemmen, die sind typischerweise von dieser Seite offen. Wenn man die jetzt stark verdreht oder so, ist es mir schon passiert, dass einzelne Teile herausfallen und es wird meistens sehr schwierig, das wieder zusammenzusetzen. Also da sind dann eben diese Federn oder diese Metallteile, die auf Spannung eingesetzt sind. Das ist eine fummelige Arbeit, kann man natürlich machen, wenn man die Zeit hat, oder man nimmt einfach die nächste, je nachdem wie viel Aufwand oder wie teuer diese Klemmen waren. Ich setze das jetzt hier eben hier nochmal ein, das Teil. Und dadurch haben wir eine recht saubere Lösung, haben die einzelnen Blöcke trotzdem nochmal untereinander getrennt, haben nach rechts hin immer einen Berührungsschutz durch diese Abdeckplatte und sind jetzt eben mit dem Block, der die abgehenden Leitungen versorgt, erst einmal fertig. Was ich jetzt noch unterschlagen bzw. vergessen hatte, waren Leitungen für die Klingelanlage. Also ich habe hier nochmal irgendwie ganz dünne Drähte, das dürfte irgendwas 12 mal, also 2 mal 6 mal 0,6 oder so sein. Das sind einfach ja, Drähte, da werden jeweils immer nur ein Adernpaar gebraucht. Eins geht eben zur Klingel hin, das andere zum Trafo, wird zur Klingelanlage, also zur Klingel selbst. Hier irgendwo wird der Trafo sitzen und hier wird das eben miteinander verbunden. Da gibt es auch spezielle Klemmen, das sind jetzt sogenannte Doppelstockklemmen. Die bieten eben die Möglichkeit, hier zwei Kontakte von unten nach oben zu führen. Das macht man eben immer dann, wenn man ein Adernpaar hat. Dann legt man das hier auf eine Klemme auf, das nächste Adernpaar mit der dazugehörigen Farbe dann hier auf diese
Klemmen. Das sind auch die Klemmen, die es gibt, zum Beispiel für KNX. Dann ist das nochmal gelb, rot, schwarz, weiß und so weiter markiert. Das sind jetzt ist die ganz neutrale Version, PTT-BS 1,5. Gibt es auch in 2,5 und so weiter. Davon legen wir uns auch mal eine Reihe hier auf. Da habe ich aktuell das Problem, bei diesen Klemmen fehlt mir der Deckel. Also ich habe irgendwie eine Reihe von Klemmen bestellt. Die Deckel sind noch nicht da. Ich brauche jetzt erstmal nur zwei Adernpaare. Ich habe eine Reihe von Klemmen nachbestellt und auch den Deckel dazu passend. Das heißt, die werde ich nachher nachbestücken müssen für die Verdrahtung jetzt oder für so ein bisschen, um nicht zu vergessen, dass da noch was ist. Hänge ich die jetzt so rein. Auch hier mache ich mal jeweils einen solchen Block am Anfang und am Ende rein. Einfach damit das sicher hält und nicht irgendwie verrutscht oder sowas. Ein bisschen Abstand können wir da halten zu den anderen Blöcken jeweils. Und ich habe jetzt hier drei eingesetzt, also ich brauche erstmal nur zwei. Dadurch, dass mir der Deckel fehlt, setze ich halt den dritten auch noch. Dann kann ich da nicht reingreifen, weil der dritte, der wird erstmal nicht angeschlossen. Wenn noch rechtzeitig die Lieferung eintrifft, dann kann ich das entsprechend nochmal ausbessern. Und ansonsten bleibt das halt erstmal so und wird so angeschlossen. Muss man halt immer gucken. Wie gesagt, aktuell ist das nicht so ganz einfach mit der Lieferung. Aber jetzt haben wir hier eben so einen Block. Und das ist eben, wie ich finde, immer eine recht saubere Geschichte. Die sind immer voneinander getrennt und das schaut einfach richtig schön aus. Damit kommen wir also zur Spannungsversorgung. Das ist eben hier im linken Feld soll das geschehen in der oberen Reihe. Die Hauptleitung vom Zähler wird eben hier in den Zähler geführt und soll dann von hier aus weiter verteilt werden. Man hat es natürlich hier mit anderen Querschnitten zu tun. Dementsprechend sind die Reihenklemmen, die man hier braucht, ein bisschen größer, ein bisschen breiter, einfach um diese Querschnitte aufnehmen zu können. Ich habe hier auch das Problem, ich habe natürlich ein paar von solchen Klemmen, gleichzeitig fehlen mir aber wiederum die Steckbrücken, um diese Klemmen miteinander zu verbinden. Auch die sind bestellt, wenn sie rechtzeitig einkommen, ist es gut. Wenn die nicht rechtzeitig ankommen, dann muss ich gegebenenfalls hier ein bisschen improvisieren und entweder irgendwie mit Drahtbrücken arbeiten oder mit Hauptabzweigklemmen und die nochmal ausbauen. Werde ich dann eben sehen. Ich bereite das jetzt mal vor nach bestem Wissen und Gewissen. Ich weiß ohnehin nicht so ganz, wie das nachher, also wie der Elektriker das nachher genau verdrahten will, die mit der PV-Anlage, mit dem Wechselrichter, das muss ja hier auch irgendwo angeschlossen und abgegriffen werden. Da kommt ein Energiefluss Richtung Sensor hin und all solche Dinge. Insofern mal gucken, wie das genau ablaufen wird. Meine Idee ist jetzt hier einfach, für die Neutralleiter mehrere Klemmen zu setzen, für die Außenleiter jeweils mehrere Klemmen zu setzen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die sollten eigentlich alle untereinander verbunden werden. Dann haben wir die Möglichkeit, nach unten hin, gegebenenfalls auch von hier oben weg, mehrmals den N abzugreifen. Das ist hier einfach eine Verteilung, eine kleine. Und genauso verfahren wir mit den Außenleitern. Das heißt, die bringen wir jetzt hier auch mal an. Wir haben ja drei Außenleiter. Das heißt, wir klipsen jetzt hier mal fleißig herum. Da müsste auch Deckel dazu geben. Das sollte der hier sein. Jawohl, ist es der? Ich denke mal. Das heißt, wir unterteilen die jetzt nochmal. Im Prinzip können wir das auch hier nochmal machen. Ne, falscher Deckel. Haben wir noch welche? Ja. Also auch um den N mal so ein bisschen abzutrennen von den anderen. Ich glaube, die Deckel gibt es auch jeweils nochmal in Blau. Kann man natürlich, wenn man auf sowas achten möchte, beziehungsweise das im Vorfeld weiß, auch so mitbestellen. Die Farbe spielt an der Stelle aber keine Rolle. Die Klemme selbst ist ja blau, das sollte ersichtlich sein. Dann kann man das Ganze eben wiederholen für die anderen Außenleiter. Das heißt, wir klipsen jetzt hier L2 auf, brauchen auch hierfür einen Deckel. So rum. Und dann zu guter Letzt eben noch den L3. Wie gesagt, das ist hier so ein bisschen improvisiert, weil mir die eigentlich benötigten Steckbrücken fehlen. Und da wird sie nachher noch zeigen, wie wir das lösen werden. Bisher zumindest oder so ist das jetzt erstmal ausreichend. Einen Deckel bräuchte ich jetzt noch. Das ist der falsche. Mal schauen, ob das der richtige ist. Jawohl, schaut gut aus. So, das heißt, wir haben jetzt hier PE, N, L1, L2, L3. Das ist eben jeweils eine Ader, wird hier eingeführt in diese Blöcke von der ankommenden Leitung. Und nach unten hin kann man das abgreifen. Ich habe jetzt tatsächlich eben diese Steckbrücken bestellt und auch noch eine andere Version dieser Klemmen, nämlich eine Version, bei der man jeweils zweimal nach unten hin abgreifen kann. Also es gibt sogenannte Twin- und auch Quattro-Versionen. Dann kann man einfach hier nach unten hin, und das ist ja die interessante Richtung für mich, kann man mehrmals abgreifen. Das kann man eben zur Verteilung besonders gut nutzen. Wenn das rechtzeitig ankommt, und dann werde ich das noch entsprechend austauschen und verbauen. Ansonsten bleibt es jetzt erstmal so, das Prinzip sollte ja klar sein
Und das ist eben auch bei allen Versionen gleich. Das sind jetzt hier, wie gesagt, einfache Durchgangsklemmen. Hier zusätzlich noch mit der Funktion, dass auch noch die PE-Schiene mit geerdet wird. Und um das Ganze auch noch ja, sicher zu machen, damit es eben nicht verrutscht, weil ich gerade merke, dass das schon so ein bisschen verrutscht. Und wenn man hier hinkommt, das wäre natürlich schlecht. Das ist, sind besonders große Querschnitte, ungesichert und so. Das wollen wir mal lieber nicht riskieren. Deswegen setzen wir hier auch nochmal, wobei zu der Richtung kann es gar nicht hin verrutschen, aber machen wir es mal der Vollständigkeit halber auf beiden Seiten. Setzen wir eben diesen Start- und Endblock ein. Und hier haben wir auch das Problem, also die sind zum Teil schon ein bisschen fragil, die Klemmen. Man muss schon schauen, dass die richtig, diese Metalleinsätze richtig in diesen Klemmen sitzen. Teilweise durch, gerade wenn man da rumhebelt und das sich irgendwie verdreht, kommt es schon zu dem Effekt, dass das verrutscht und dass das irgendwie nicht mehr so funktioniert, wie es mal angedacht war. Aber ja, sind halt am Ende des Tages günstige Plastikteile. So. Und jetzt verschieben wir die alle. Man konnte schon sehen, ich konnte jetzt die alle auf einmal verschieben. Das soll natürlich so nicht sein. Da ist es schon tatsächlich sinnvoll, immer diese Start- und diese Endblöcke zu setzen. Und dadurch ist jetzt die Reihenklemme, die oberste Reihe, eigentlich schon fertig. Genau, das war es jetzt eigentlich auch fast schon. Also man kann schon sehen, man kommt hier sehr schnell zu Resultaten. Man muss natürlich vorher so ein bisschen die Stromkreise planen oder sich mal überlegen, wie man das anordnen möchte. Man hat aber durchaus die Flexibilität, das nochmal auszutauschen. Da bin ich mir auch sicher, das wird noch notwendig werden. Ich habe diesen Verteiler jetzt eben nicht großartig geplant. So ein bisschen habe ich versucht, das sinnvoll zu gruppieren. Aber am Ende des Tages werden hier noch ein paar kleine Änderungen notwendig werden. Es geht nur darum, dass man halt ungefähr weiß, wo welches Kabel hin muss und dass man nicht mit jedem Kabel hier alles kreuzt, das wäre eben schlecht. Ansonsten sind wir aber soweit jetzt erstmal fertig. Hier eben die Einspeisung, hier die abgehenden Leitungen und all diesen Platz können wir nutzen, um das Ganze zu verteilen, zu steuern und zu messen. Und jetzt werden wir uns eben in den nächsten Videos um die Bestückung kümmern, um die Verdrahtung kümmern und dann kann das Ganze auch schon in Betrieb gehen. So, das soll es dann an dieser Stelle mit dem Video schon gewesen sein. Wie gesagt, es werden weitere Videos folgen zur Bestückung und zur Verdrahtung des Verteilers. Ihr dürft hier gerne den Kanal abonnieren, um diese Videos nicht zu verpassen. Beziehungsweise, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dürft ihr natürlich auch einen Like da lassen. Worüber ich mich besonders freuen würde, wären tatsächlich Kommentare. Einfach zum Thema Reinklemmen, was man da noch beachten kann, was es vielleicht für Reinklemmen für Interessante gibt, um meine Probleme hier zu lösen. Beziehungsweise auch, was eure Erfahrungen sind, gerade mit der aktuellen Liefersituation. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der hier gerade irgendwie negativ betroffen ist von diesen langen Lieferzeiten und diesen Problemen mit den Lieferketten. Und insofern nutzt gerne die Kommentarfunktion, um auch mir so ein bisschen Eindrücke zurückzugeben. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass wir uns in einem der nächsten Videos bald schon wiedersehen. Bis dahin, bis dann, ciao!